Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, übernächsten Sonntag sind die Wahlen zum Europaparlament und das ist auch für unser Land ein wichtiger, ein ganz besonderer Termin. Mecklenburg-Vorpommern ist ein europafreundliches Land, ein Land im Herzen Europas und wir wissen, was wir an Europa haben. Wir wissen vor allem auch, dass wir der Europäischen Union viel zu verdanken haben. Schon die deutsche Einheit wäre nicht möglich gewesen ohne das Vertrauen, das durch die Einbindung Deutschlands in ein gemeinsames Europa hergestellt worden ist. Und unser Land wäre seitdem nicht so gut vorangekommen, wenn es nicht die massive Unterstützung durch die EU gegeben hätte. Die Anfänge des Vereinigten Europa reichen sehr viel weiter zurück. Und Europa hat sich in diesem langen Zeitraum sehr positiv entwickelt. Wobei vieles von dem, was erreicht worden ist, für uns inzwischen so selbstverständlich ist, dass wir es gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Heute können wir von Tallinn bis Lissabon, von Stockholm bis Rom reisen, grenzüberschreitend einkaufen, vorwiegend mit einer einheitlichen Währung. Die jungen Leute können in ganz Europa studieren und aus ganz Europa kommen auch junge Menschen zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine große Bereicherung für uns alle. Die Zusammenarbeit in Europa, die gute Zusammenarbeit mit Polen, mit Dänemark oder Schweden, die ist für uns in Mecklenburg-Vorpommern von großer Bedeutung und hat einen hohen Stellenwert. Europa ist inzwischen einer der großen Wirtschaftsräume der Welt. Und gerade Deutschland profitiert wirtschaftlich davon, auch wir in Mecklenburg-Vorpommern. Unser Export geht zu 64% in den europäischen Binnenmarkt. Dadurch werden Tausende von Arbeitsplätzen gesichert. Und wir haben seit der deutschen Einheit auch deshalb so kräftig aufgeholt, weil wir die finanzielle Unterstützung der EU hatten. Zwischen 1991 und 2013 sind aus den europäischen Fonds rund 7,5 Milliarden in unser Land geflossen. Gelder, die wir zusätzlich zu den Landesmitteln in unsere Infrastruktur, in den Ausbau unserer Universitäten, in Forschung und Entwicklung, in die Sanierung von Städten und Dörfern gesteckt haben. Gelder, mit denen wir unsere Stärken in den Bereichen Tourismus, Land- und Ernährungswirtschaft ausgebaut haben. Gelder, mit denen wir die Entwicklung, die Gesundheitswirtschaft in unserem Land zu einem wichtigen neuen Wirtschaftszweig entwickelt haben. Und Europa bleibt auch künftig wichtig für unser Land. Wir sind Teil des Ostseeraumes und das ist einer der wichtigsten Wachstumsregionen in Europa. Die Ostsee ist inzwischen fast ein Binnenmeer der Europäischen Union. 8 Mitgliedstaaten liegen an ihren Küsten, zudem der wichtige Handelspartner Russland. Und die Häfen unseres Landes in Wismar, in Rostock, in Sassnitz sind ein wichtiges Bindeglied zwischen dieser dynamischen Region und dem Süden und Westen Europas. Und die Ostsee bietet auch eine große Chance auf dem Bereich der erneuerbaren Energien. Die Energiewende ist die große europäische Herausforderung und sie bietet gleichzeitig die Chance, Wachstumsmotor für Europa im 21. Jahrhundert zu sein. Daran wollen wir teilhaben, da wollen wir ganz vorne mit dabei sein. Wichtig für uns ist auch, der Wirtschaftsraum Europa, der steht auch für gute Arbeit, für soziale Sicherheit, für Freiheit. Das macht Europa einzigartig unter den großen Wirtschaftsräumen der Welt. In Europa organisieren wir wirtschaftlichen Erfolg so, dass möglichst alle Menschen daran teilnehmen sollen. Dazu gehört ein Mindestlohn, den es schon in den meisten Ländern Europas gibt und den wir jetzt endlich auch in Deutschland einführen. Dazu gehören verbriefte Arbeitnehmerrechte, starke Gewerkschaften, vernünftige Tarifpolitik. Das alles sind nicht nur Garanten für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, für sozialen Frieden, sondern sie stehen auch für ökonomischen Erfolg. Und Europa sichert die vielfältigen Freiheiten, die wir als Bürger genießen: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, die Sicherung der Grundrechte. Das größte historische Verdienst der EU ist aber, den Frieden in Europa gesichert zu haben. 70 Jahre Frieden in Europa. Ja. Dafür hat die EU zu Recht den Friedensnobelpreis bekommen. Die europäische Einigung ist das größte Friedensprojekt aller Zeiten und das soll so bleiben. Meine Damen und Herren, gerade in den letzten Wochen ist uns allen angesichts der Ereignisse in der Ukraine noch einmal besonders klar geworden, Frieden muss immer aktiv bewahrt werden. Konflikte müssen friedlich gelöst werden. Und da ist meine Sorge, dass der aktuelle Konflikt in Osteuropa sich immer weiter hochschaukelt, dass man sich gegenseitig nur noch als Gegner sieht, dass die Krise sich immer weiter verschärft. Was wir brauchen, ist gegenseitiges Vertrauen.
Wir müssen uns auch weiter als Partner begreifen und nicht als Gegner. Da muss die EU eine wichtige Rolle spielen. Das sehe ich genauso wie Außenminister Steinmeier. Die EU muss sich mit ganzer Kraft um Vermittlung und Deeskalation bemühen. Sie muss ihr ganzes friedenspolitisches Gewicht für eine gute Lösung einsetzen. Die Weimarer Erklärung der drei Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens war dazu sicherlich ein gutes Signal. Und einen runden Tisch einzurichten für Gespräche der Konfliktparteien untereinander, das war überfällig. Auch da geht ein Dank an Außenminister Steinmeier. Meine Damen und Herren, am 25. Mai ist Europawahl. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU hat die Wahl auch ausschlaggebende Bedeutung für die Frage, wer nächster Kommissionspräsident wird und damit auch darauf, welche Richtung Europa in den nächsten Jahren nehmen wird. Wir wollen ein Europa, das näher an die Menschen heranrückt. Und dazu braucht Europa die öffentliche Wahrnehmung. Es braucht die Teilhabe vor Ort. Nur dann wird das Projekt Europa nicht nur Kopfsache, sondern auch Herzenssache sein. Nur dann werden sich die Menschen nicht nur als Bürger Deutschlands, Polens, Spaniens begreifen, sondern zusätzlich als Bürger Europas. Und wenn wir weiter stark und weltpolitisch einflussreich sein wollen, dann geht das nur, wenn sich Europa insgesamt zu Wort meldet, und zwar mit einer Stimme. Das hat die Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre noch einmal deutlich unterstrichen. Meine Damen und Herren, Europa hat gerade uns in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 24 Jahren große Vorteile gebracht. Unser Land würde nicht dort stehen, wo es steht, ohne die finanzielle Unterstützung der EU, nicht und auch nicht ohne den regen Austausch mit unseren Nachbarn, besonders im Ostseeraum. Mecklenburg-Vorpommern wird auch künftig auf die Unterstützung der EU angewiesen sein. Und wir brauchen die EU, weil wir auch weiter in Frieden und in guter Nachbarschaft leben wollen. Und deshalb haben wir bei allen gelegentlichen Schwierigkeiten allen Grund, gemeinsam für Europa zu werben. Darum bitte ich Sie. Vielen Dank.